Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video behandle ich die Prüfungsfrage, die da lautet: Nennen Sie Grundsätze der Lagerhaltung. Ich habe das mal ein bisschen umgestellt, um in Form einer Mindmap arbeiten zu können. Sie wissen schon, Sie nehmen ein DIN A4-Blatt quer, schreiben den zentralen Begriff in die Mitte des Blattes und darum herum strukturieren Sie die Lösung und können immer weiter in Details gehen. Über Äste, Zweige und so weiter. Also, nennen Sie Grundsätze der Lagerhaltung, ist hier die Handlungsaufforderung. Natürlich ist Lagerhaltung hier ein Schlüsselwort, aber auch nennen ist ein Schlüsselwort. Denn nennen bedeutet wirklich nur nennen. Das heißt, wenn wir hier im Prinzip ein Wort hinschreiben, erzielen wir wahrscheinlich schon die dafür vorgesehene Punktzahl. Stünde hier erläutern, müssten wir ganze Sätze schreiben. So. Was ist ein Grundsatz der Lagerhaltung? Ein Grundsatz der Lagerhaltung, der mir sofort einfällt, ist die Kennzeichnung. Im Lager müssen Sachen gekennzeichnet werden, und zwar ganz besonders Gefahrstoffe. Ja? Kennzeichnung bzw. Kennzeichnungspflicht. Vor allem für Gefahrstoffe. Und der nächste Grundsatz könnte dann sein, auch besondere Behandlung. Gefahrstoffe müssen gegebenenfalls separat gelagert werden. Sie müssen besonders vor Hitze oder Kälte oder vor Feuer oder was auch immer geschützt werden. Sie müssen besonders geschützt werden. Ja, besondere Behandlung, besonderer Schutz. Ja, das ist auch wieder ein Grundsatz der Lagerhaltung, dass Gefahrstoffe besonders gut geschützt gelagert werden, damit die nicht explodieren zum Beispiel oder auch damit sich keiner irgendwie daran verletzt, zum Beispiel seine Haut ätzt oder so etwas. So, Kennzeichnungspflicht also für Gefahrstoffe, aber wir können noch einen weiteren Grundsatz ableiten, nämlich generell Ware kennzeichnen und ordnen. Lagerhaltung ist ja auch vor allem ein Ordnungsprinzip, denn wir wollen die Sachen ja auch schließlich wiederfinden. So, dann haben wir einen weiteren Grundsatz, der da heißt Sicherung. Also wenn Sie sich merken Kennzeichnung, dann kommen Sie schon hier auf die Gefahrstoffe, dann gehen Sie noch ins Allgemeine. Grundsätzlich müssen alle Waren irgendwo gekennzeichnet, zumindest was den Lagerort angeht, möglicherweise gekennzeichnet sein, zumindest geordnet sein. Kennzeichnung bringt uns also schon mal weiter und Sicherung, wenn wir uns das merken, bringt uns auch wieder weiter. Vor was müssen wir sichern? Zum Beispiel vor Diebstahl und auch vor Feuer. Ja, also ein weiterer Grundsatz im Lager ist, die gelagerte Ware zu sichern vor Diebstahl, aber auch vor Schwund und auch vor Verderb. Ja? Schwund bedeutet, dass zum Beispiel etwas schmilzt. Ja, wenn Sie Eiscreme falsch lagern, dann schmilzt Ihnen die Eiscreme weg. Das ist Schwund. Und Verderben bedeutet, dass Ihnen Ihre, ja, was immer, denn Lebensmittel, die Sie dort einlagern, dass Ihnen da ein Drittel von einfach verdirbt, weil Sie ihn nicht richtig kühlen, weil Sie nicht richtig belüften und so weiter und so weiter. Also nicht nur Sicherung vor Diebstahl, nicht nur sichern vor Feuer, sondern auch sichern vor Schwund und Verderb. Dann der nächste Grundsatz, Aufzeichnung. Aufzeichnung. Ja, das korrespondiert mit dem, was ich hier rechts geschrieben habe, Ware kennzeichnen und ordnen. Lagerbestand aufzeichnen. Also die Aufzeichnung bezieht sich vor allem auf den Lagerbestand. Bestand.
Wir müssen, ohne mühsam im Lager zu zählen, müssen wir ein System haben, das den Lagerbestand abbildet. Ja, also Aufzeichnung bedeutet, ich schreibe es mal hin, Lagerbestand abbilden in irgendeinem System. Ja, ein Schulheft ist besser als gar nichts. Ein Schulheft, in dem man seine Bestände und seine Entnahmen und seine Neuauffüllung notiert, ist besser als nichts. Natürlich macht man das heute modern nicht mit einem Schulheft, sondern mit irgendeiner Form von EDV. Aber der Grundsatz bleibt, der Lagerbestand muss aufgezeichnet werden, damit ich immer aktuell, ja, man könnte ja noch aktuelle Aufzeichnung ergänzen, damit ich immer schnell weiß, was auf dem Lager ist. Ja, und dann vielleicht noch ein Grundsatz, den man nennen könnte Pflege. Pflege für die Bestände. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie ich gerade gesagt habe, Schutz oder Sicherung gegen Schwund und Verderb. Aber Pflege ist wieder ein bisschen was anderes. Ja, Pflege der Bestände könnte zum Beispiel sein Putzen. Ja, Putzen oder Wässern. Ja, manche Lagerbestände, denken Sie an Pflanzen, müssen gewässert werden. Und ich wollte fast abschließen hier und hätte fast einen wichtigen Grundsatz übersehen, aus dem man auch prüfungstechnische Menge machen kann, nämlich der Grundsatz der Anpassung. Ja, ich werde in einem eigenen Video darauf noch eingehen. Anpassung bedeutet Anpassung Lager an Ware. Ja, Ware ist der Oberbegriff für alles, was dort eingelagert wird. Wir nennen das jetzt hier mal einfach Ware. Also das Lager muss der Ware angepasst sein. Das ist hier ein weiterer wichtiger Grundsatz der Lagerhaltung. So, fassen wir zusammen. Kennzeichnung, da kann man was draus machen. Aufzeichnung klingt schon sehr ähnlich. Ja, Aufzeichnung des Lagerbestandes. Sicherung vor den verschiedenen Dingen, hier Feuer und so weiter. Und Anpassung des Lagers an die Ware. Also nicht die Ware dem Lager anpassen, sondern das Lager der Ware anpassen. Das hat verschiedene Unterpunkte, auf die ich in einem eigenen Video eingehen möchte. Ja, also zum Beispiel, hat man die richtigen Transporteinrichtungen auf dem Lager? Hat man die richtigen Regale, die richtige Passform der Regale? Hat man die richtige Temperatur, den richtigen Schutz vor Feuchtigkeit und. Ja, das ist die Anpassung des Lagers an die Ware. Okay, damit denke ich aber, ach ja, und Pflege hier unten. Ne? Pflege will ich auch noch eben einkreisen. Dann haben wir Schlüsselworte, wenn man sich das merkt. Ja, Grundsätze der Lagerhaltung, Anpassung, Kennzeichnung, Aufzeichnung, Sicherung und Pflege. Dann kann man in jeder Prüfung schriftlich wie möglich was draus machen. Alles Gute, Marius Ebert.